So, meine lieben Zuschauer und Abonnenten, es ist der 15. Februar und es ist Zeit für ein kleines Update zum Infovideo. Ich muss gestehen, das ist etwas, was ich jetzt eigentlich fast noch nie gemacht habe. Zum Start des Kanals gab es mal ein Korrekturvideo, es gab auch mal eine Sonderausgabe des Infovideos. Aber naja, wie gesagt, das ist schon eher die Seltenheit. Aber ich möchte zum Infovideo, was am 1. Februar lief, naja, wie gesagt, ein Update geben. Denn ich hatte bei diesem Infovideo Privates eigentlich komplett ausgelassen, da gab es nichts Neues, hatte aber versprochen, wenn es etwas Neues gibt, dass ich euch, naja, sofort Bescheid gebe. Und nun hat sich etwas ergeben, da wollte ich auch einfach nicht bis zum nächsten 1. warten. Zum einen möchte ich das einfach loswerden, ich möchte es ein bisschen erzählen und irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich bin euch dieses Update schuldig. Wen das Ganze nicht interessiert, gut, ich kann es halbwegs verstehen. Es geht jetzt nicht um den Kanal, es geht jetzt nicht um Gaming, sondern es geht um mein Privatleben. Der muss dann halt einfach das Video jetzt wieder ausmachen, da bin ich dann auch nicht böse. Aber für alle anderen sei es jetzt einfach mal in der Kürze erzählt. Es fällt mir zwar nicht leicht, denn es war ein derber Schlag, aber ich möchte euch trotzdem davon berichten. Ich hatte es ja gestern im Cookserve Delicious Video kurz angedeutet, dass ich heute darüber sprechen möchte. Und zwar geht es um mein kleines Hundle, das ich, naja, schon öfters jetzt erwähnt habe. Und ihr müsst dringend das Infovideo vom Januar, also Infovideo 1. Januar 2021 anschauen. Da erkläre ich detailliert, naja, was mit dem Hund überhaupt los ist. Wenn ihr das nicht kennt, dann solltet ihr das, naja, wie gesagt, auf jeden Fall nachholen, dies anzuschauen. Denn sonst könnt ihr dem Ganzen jetzt nicht folgen. Ich werde nämlich jetzt nicht alles von vorne erzählen, sondern werde das Ganze auch in dem Fall, wenn man so will, updaten. Aber um es in einigen Stichworten wenigstens kurz zu erwähnen. Ich habe einen Hund, der leider sich ziemlich stark verletzt hat. Er hat sich die Schulter ausgekugelt und die Bänder sind gerissen und auch die Muskeln und diese Kapsel, diese Schulterkapsel, Muskelkapsel, was weiß ich, ich kenne mich da nicht so aus, ich bin kein Mediziner, ist auf jeden Fall auch zerstört oder wie man sagen möchte. Und ich hatte jetzt seit Weihnachten oder Mitte Dezember damit zu kämpfen, das alles wieder zu richten. Beziehungsweise, naja, eben, es richten zu lassen. Wie im Januar-Infovideo erwähnt, war es halt dann eben so, dass er lange so eine Art Corsage, ähnlich eines Gipses, tragen musste. Das war für ihn eine Herausforderung, für mich eine Herausforderung. Wie gesagt, ihr müsst das Infovideo anschauen. Ich kann das jetzt alles nicht nochmal neu erzählen. Naja, und mein Alltag hat praktisch gar nicht mehr stattgefunden, weil ich ihn behandeln muss wie, na, ich weiß nicht, wie vielleicht so ein krankes, kleines Kind, wie so ein Säugling, dass man die ganze Zeit 24/7 beobachten muss. Und ich kann teilweise, ich hatte es ja schon erwähnt, nicht mal mehr in Ruhe duschen gehen oder was essen, weil ich immer, wenn er schreit, gleich schauen muss, was los ist. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ich muss ihn eben die ganze Zeit unter Beobachtung halten, Gassi tragen und so weiter. Dann ist er mal operiert worden, beziehungsweise halt in Narkose versetzt und die Schulter wurde eingerenkt, auf eine Art und Weise abgebunden, damit es angeblich dann eben nicht mehr rausspringen kann, aber es sprang leider Gottes sofort raus. Dann wurde eine zweite Technik angewandt und da sah es auch aus, als wenn die funktioniert hatte, denn die Schulter sprang eben nicht mehr raus. Das einzige Problem war eben, naja, ich bin einmal in der Woche und das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Also ich gehe jetzt ungefähr seit Dezember zum Verbandswechsel und da muss der Hund halt jedes Mal in Vollnarkose versetzt werden. Natürlich habe ich mir Sorgen gemacht, weil ich mir dachte, ja, der ist jetzt schon 7-8 Mal in Narkose versetzt worden, ob das alles so gut geht und ob es da keine Folgeschäden oder sowas gibt. Naja, und jetzt hat er vor einer Woche diesen Gips, ich nenne es jetzt einfach mal Gips, losbekommen und wir hatten eigentlich so eine Reha begonnen, dass er wieder seine kaputte Pfote, vermeintlich wieder gesunde Pfote, benutzt, den Muskel wieder aufbaut, denn da war der Muskel natürlich völlig weg. Und es gab auch andere Folgeerscheinungen. Das hatte ich ja im Januar-Video auch erwähnt, dass er wundgescheuert war von diesem Gips. Das musste dann sogar mehrfach genäht und geklammert werden. Da musste ich natürlich auch danach gucken, dass es abheilt. Was immer so einfach klingt bei einem Menschen, aber bei einem Hund, da musst du halt darauf achten, dass er nicht dran schlägt. Am besten ziehst du ihm ein kleines Shirt oder sowas an oder verbindest ihn irgendwie. Und wenn er dann schlägt, dann eben die ganze Zeit nein und aus und das 24/7, auch beim Schlafen. Und da war es endlich soweit. Die Corsage war runter, das Ding war abgeheilt. Und ich dachte eigentlich, jetzt wird es auch Zeit, weil ich habe keine Kraft mehr. Es war wirklich so, dass es mir immer mehr an die Substanz ging. Ich konnte nach mir schon gar nicht mehr schauen. Das Problem war, nach der Narkose hat er immer Durchfall bekommen etc. Also ich habe eigentlich in der Nacht fast überhaupt nicht mehr geschlafen, weil ich halt wie gesagt 24/7 nach ihm schauen musste. Meine psychische Erkrankung ist mir derbe um die Ohren geflogen. So hart war das beim letzten Mal, als ich, naja, diese Situation aus der Sonderausgabe hatte. Da müsst ihr eben die anschauen. Also diese Sonderausgabe, wenn ihr wissen wollt, worum es geht. Aber zum letzten Mal hatte ich so Krankheitsprobleme, inklusive Panikattacken und so weiter.
weiter in dieser Zeit. Seither hatte ich es nie wieder so heftig wie jetzt in den letzten Tagen. Und deswegen erwähne ich das, weil ich, naja, eben sagen wollte, ich ging schon auf dem Zahnfleisch und dachte mir, jetzt wird es Zeit, dass der Hund gesund wird. Dann ging ich gestern nochmal zur Kontrolle zum Tierarzt am Valentin. Naja, und was soll ich euch sagen? Der Hund wurde geröntgt und die Tierärztin guckt mich an in einer Art und Weise und sagt ganz kleinlaut, die Schulter ist wieder draußen. Da war für mich erstmal, ich weiß nicht. Ich musste mich hinsetzen und ich war kurz sprachlos. Sie war auch sprachlos. Wir sind beide, glaube ich, erst mal 10 Minuten da gesessen und haben in die Ecke gestarrt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das bedeutet für mich. Das heißt, im Umkehrschluss, und das ist ja eine Tatsache, die letzten 2 Monate, ja, inklusive 8-mal Narkose vom Hund, die Kämpferei meinerseits und die ganzen Folgeerscheinungen, wundgescheuert, genäht, die ganzen Durchfälle, nächtelang durchgemacht, den Hund zigtausendmal Gassi getragen. Ich habe auf der linken Seite wahrscheinlich schon voll den Bizeps. Ich habe ja mehr wie einen Hund. Die Leute sind teilweise erstaunt, wie ich das hinkriege. Hundeleien und alles und dann noch den Hund tragen. Die ganzen Fahrten zum Tierarzt. Teilweise hatte ich sogar eine Sondererlaubnis, dass ich nach 20 Uhr raus darf, den Hund dann quasi mit dem Auto wieder abholen. Und ja, ich möchte darauf hinaus. Und das alles, ja, auch was ich im Januar erzählt habe, war nun für die Katz. Und das ist etwas, was mich von allem am meisten fertig macht. Es war alles umsonst. 2 Monate lang Kampf, der wirklich so derbe war, dass ich jetzt schon auf dem Zahnfleisch gehe. Und es war alles umsonst, als wäre ich nie beim Tierarzt gewesen. Ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht fassen. Die Schulter ist wieder draußen. Von den Kosten, die natürlich dennoch entstanden sind, da rede ich erst gar nicht. Und jetzt weiß ich auch nicht, wie es weitergeht. Jetzt hatten wir entschieden, oder die Tierärztin in dem Fall, dass wir mal eine Pause machen, dass ich eine Pause brauche, dass der Hund eine Pause braucht. Ich meine, ist klar, der kriegt natürlich auch einen psychischen Knacks weg, wenn er den ganzen Tag eingesperrt ist, nicht mit den anderen spielen kann, nicht rumhupfen kann. Das ist logisch, dass er das auch nicht cool findet und der Gips und das alles. Deswegen hat sie gesagt, beide, ich und der Hund, brauchen erstmal eine Pause und dann kommt eine schwerere OP. Dann kommt wieder eine Narkose und eine schwerere OP, wo die Schulter aufgeschnitten wird und versucht wird, irgendwie, naja, das Ganze zu fixieren, dass es eben genäht wird, die ganze Kapsel, der Muskel, alles vernäht wird. Und sie sagte auch da gleich, und das fand ich auch so schockierend, dass da auch nur eine 50-50-Chance im besten Fall besteht, damit die Schulter drin bleibt. Ja, das heißt also, es kann sein, es passiert mir jetzt nochmal. Und wenn es dann nochmal passiert, hat sie gemeint, dann muss der Hund quasi einfach damit leben, dass die Schulter kaputt ist. Ich meine, da darf ich gar nicht drüber nachdenken. Was für ein tolles Andenken an meine gescheiterte Beziehung. Jetzt war Weihnachten völlig zerstört, auch einfach wegen meinem verstorbenen Kater und weil das mit meinem Hund war und eben die Trennung. Valentin, ja gut, lassen wir das. Und jetzt habe ich am 20. Februar, am Samstag Geburtstag, der ist jetzt auch hinüber. Also, ich weiß nicht. Ich bin nach wie vor sprachlos. Es läuft bei mir einfach und es fällt mir wirklich schwer momentan, nicht einfach zu verzweifeln. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielleicht mache ich auch das Video hier, weil ich mir ein bisschen Trost von euch erhoffe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht. Ich schaffe das fast gar nicht mehr, das jetzt nochmal neu durchzumachen. Dass ich nach der OP, wenn er wieder diesen Gips, Korsage, was auch immer bekommt, dass ich das wieder 4 oder 8 Wochen, je nachdem wie lange es dauert, dann mitmachen muss und er mitmachen muss. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal packe. Ich weiß nicht so recht, wie es weitergeht. Mit am schlimmsten an der ganzen Sache ist eben auch, dass ich ganz alleine damit umgehen muss und niemand habe, der hilft. Es ist einfach niemand da, der helfen kann oder helfen möchte. Ich sag mal, die ganze Sache, um einfach mal offen zu sprechen, ist bei meiner Ex-Freundin passiert. Aber da könnte man nicht irgendwie glauben, dass man irgendwie doch hilft, weil man sagt, ja, das kann ich jetzt nicht bringen oder sowas. Nö, da wurde halt Schluss gemacht und der Rest spielt keine Rolle mehr. Soll er doch gucken, wie er klarkommt. Der Hund hat sich bei mir und in meiner Wohnung verletzt, aber nach mir die Sintflut, ist mir doch egal. Geht mich nichts mehr an. So in der Art. Es wurde noch nicht mal sich eine Minute Zeit genommen, um wenigstens zu fragen, wie es ihm geht. Aber ich wollte euch einfach updaten. Das war ich euch schuldig, finde ich. Auch für die, die es interessiert. Also alles, was ich jetzt gemacht habe seit Mitte Dezember, war umsonst. War vergebens. Und das ist einfach ein Schlag ins Gesicht. Das ist ein Tritt ins Gesicht. Ich weiß nicht, viel mehr kann ich eigentlich auch nicht sagen. Ich wollte das Update aber auf jeden Fall machen. Also seht es mir nach, wenn ich in manchen Videos vielleicht nicht ganz so konzentriert oder happy wirke. Ich werde nicht aufgeben. The show must go on. Ich werde deswegen nicht meinen Kanal kaputt machen. Das ist alles, was mir geblieben ist. Ihr kennt diese Theorie von mir. Ich habe auch dieses Cook, Serve, Delicious Video gedreht. Die Folge von gestern und die morgen kommt. Obwohl das derselbe Tag war, bei dem ich das herausbekommen habe. Bei dem mir das gesagt wurde, dass die Schulter wieder draußen ist. Das war ja am Valentin. Das war gestern. Und trotzdem habe ich was gedreht. Ich werde da nicht aufgeben. Aber seid ein bisschen nachsichtig mit mir. Und mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht. Das war jetzt irgendwie deutlich länger als gedacht. Aber ich glaube, das habe ich jetzt auch gebraucht. Das war mit ein Grund, warum ich es auch nicht im Info-Video im März machen wollte, weil ich glaube, dann wäre das ein 20-Minuten-Info-Video geworden. Ich bin hier jetzt wieder raus. Ich weiß auch nicht so richtig, wie es jetzt weitergeht. Ich hoffe, ich konnte euch zumindest damit ein bisschen Klarheit verschaffen, was jetzt Sache ist. Und dann würde ich einfach sagen, wir hören uns und sehen uns im nächsten Video.